Willkommen bei der Kurzanleitung zur Einrichtung des Deeper Quest. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihr neues Futterboot einrichten und in Betrieb nehmen, um es optimal nutzen zu können. Vergewissern Sie sich, dass sowohl das Futterboot als auch die Fernbedienung aufgeladen sind, bevor Sie damit losziehen. Installieren Sie die FishDeeper-App und laden Sie die Offline-Karten für Ihr Gebiet herunter. Klappen Sie am Ufer die Fernsteuerung und die Antenne des Futterbootes aus. Finden Sie einen Platz für Ihr Stativ und bringen Sie die Schnellwechselplatte an. Schieben Sie die Telefonhalterung ein, bis sie einrastet. Bringen Sie die Fernbedienung an und legen Sie Ihr Telefon ein. Um sich mit Deeper Quest zu verbinden, legen Sie es zunächst ins Wasser, schalten Sie die Fernbedienung ein und warten Sie, bis es sich mit dem Futterboot verbindet. Wählen Sie dann Deeper Quest in den verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken, öffnen Sie die FishDeeper-App und schon kann es losgehen. Klicken Sie auf das Futterboot-Symbol in der oberen rechten Ecke, um auf das Dashboard mit erweiterten Funktionen wie Autopilot zuzugreifen. Zunächst kann der Autopilot das Futterboot zu einem markierten Punkt auf der Karte navigieren. Die Anzahl der GPS-Punkte, die Sie speichern können, ist unbegrenzt. Im Area-Scan-Modus können Sie einen rechteckigen Bereich in einem Gebiet Ihrer Wahl aufzeichnen und das Futterboot scannt diesen Bereich für Sie und erstellt eine vollständige bathymetrische Karte. Der Route-Scan-Modus ermöglicht es Ihnen, mehrere Punkte auf der Karte zu platzieren, denen das Futterboot folgen wird. Deeper Quest markiert automatisch einen Ausgangspunkt. Die Funktion zur Rückkehr zum Ausgangspunkt kann über das gleiche Dashboard aufgerufen werden. Sie können bis zu 2 Kilogramm oder mehr als 4 Pfund Futter in zwei separat gesteuerten Behältern transportieren. Neben den speziellen Tasten auf der Fernbedienung können die Trichter auch über die FishDeeper-App geöffnet werden. Das Deeper Quest Futterboot verfügt über einen speziellen Rig-Hopper, der für moderne Karpfenangler entwickelt wurde. Damit können Sie sowohl herkömmliche Rigs als auch PVA-Elemente transportieren, ohne dass diese nass werden, bis Sie am Einsatzort ankommen. Sie können den Batteriestand auf Ihrer Fernbedienung überprüfen. In der oberen linken Ecke der FishDeeper-App als auch direkt auf der Batterie selbst. Vergessen Sie nicht, das Futterboot am Ende der Angeltour gründlich zu trocknen und alle Rückstände abzuwischen. Wenn Sie längere Zeit nicht angeln, sollten Sie die Batterien alle 6 Monate aufladen, um Ihre Langlebigkeit zu gewährleisten.